Technik und mehr. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Fehning in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik, GMT. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die auch direkt vom Forschungsschiff Maria Esmerian kommt, das von der Reederei Brise aus Leer Ostfriesland beredert wird. In der vorherigen Folge waren wir mit dem Kapitän des Forschungsschiffes Sören Janssen auf der Brücke und auf dem Hauptdeck. Jetzt nimmt uns der leitende Ingenieur des Forschungsschiffes Sven Wagner mit in den Maschinenraum. Von meiner Seite dann auch nochmal Moin und willkommen hier an Bord und jetzt willkommen hier im Herzen des Schiffes, wie man ja so gerne sagt. Wir befinden uns jetzt hier im MKR, im Maschinenkontrollraum. Ja, ist klein und überschaulich, dementsprechend hier sehr gemütlich. Also es ist unten gleich ein bisschen winklig und es gibt ein paar heiße Rohrleitungen, es gibt ein paar Schalter. Dementsprechend würde ich Sie dann einmal bitten, sich nicht anzulehnen, wenn man sich festhalten muss, an der Reling einfach festhalten. Aber da wir im Hafen liegen, sollte das kein Problem darstellen. Ja, ich würde ein bisschen grob noch was zum Schiff einmal erzählen. Im Maschinenraum ist es so, es läuft jetzt aktuell ein Diesel. Das heißt, in einem Maschinenraum werden wir uns ein bisschen unterhalten können, in dem anderen eher schwieriger. Dementsprechend versuche ich weitestgehend schon vorab hier so ein bisschen was zu erzählen. Die Schiffsform. Im Prinzip Eisbrecher sagt halt die Stäbenform als solches ein bisschen aus. Wir fahren im Prinzip eigentlich mit Kraft auf Eis raus und nur durch das Gewicht des Schiffes brechen wir letztendlich dann das Eis. Aber Eisbrecher ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, wir können neues Eis brechen bis 80 cm. Aber dann brauchen wir auch schon ordentlich Dampf und ordentlich Power. Aber beim mehrjährigen Eis können wir dann eigentlich nur Eis schubsen. Also wenn ein Eisberg da im Weg ist, den können wir mal ein bisschen beiseite legen. Aber sonst haben wir da dann nicht mehr die Möglichkeiten. Ja, dann als solches zur Rumpfform, wie man hier ganz schön sieht, sie waren ja schon alle oben auf Brücke, haben wir hier die beiden Pottantriebe hinten, die um 360 Grad drehbar sind. Oben konnte man dann ja schön sehen, die beiden Joysticks. Und im Prinzip, wenn man den Joystick als solches einfach nur dreht, dreht er sich hier komplett unten mit um 360 Grad. Dann auf jeder Anlage zwei Propeller. Zusätzlich haben wir dann vorne ein Pumpjet, der arbeitet als solches, der saugt eigentlich das Wasser nur von unten an und dann die Richtung, in welcher es wieder ausgestrahlt werden soll, kann dann auch mit dem Joystick halt einfach frei gewählt werden. Dann stabilisierungstechnisch, wenn es mal dazu kommen sollte, dass das Wetter etwas schlechter wird, haben wir hier zwei Optionen, um das Schiff zu stabilisieren. Wir haben zwei Flossenanlagen, ja, liebevoll genannt auch die Stützräder. Wenn wir denn etwas beginnen zu schaukeln, werden diese zwei Flossenanlagen ausgefahren und kontermäßig zur Schiffsbewegung dreht sich dementsprechend auch die Flosse und richtet dadurch das Schiff wieder auf. Die zweite Anlage befindet sich im Prinzip jetzt direkt hier neben uns und ist ein großer Tank, der in einer U-Form einmal komplett unter dem Rumpf hier einmal durchgeht. Das nennt sich Interring-Tank. Der Interring-Tank ist dann die zweite Stabilisierungsmöglichkeit, sprich der ist mit Wasser befüllt und wenn wir jetzt eine Schiffsbewegung, wenn die startet, der misst drei Rollperioden und wenn er die dann ausgemessen hat und dann beginnt er so gesehen, wenn wir zu einer Seite rollen, werden auf der einen Seite die Ventile zugemacht, sprich das Wasser wird dort gehalten, wenn wir uns wieder zur anderen Richtung bewegen und dadurch haben wir ein Kontergewicht. Und durch diese Gewichtsverteilung, die wir dann darüber steuern oder die Automatik steuert, haben wir dann eine zusätzliche Stabilisierungsmöglichkeit. Das sind die zwei Sachen, die wir haben, um möglichst komfortabel und möglichst gerade liegend zur See zu fahren. Der Antrieb. Hier außen liegend ist der E-Motor. Der E-Motor ist darum außen liegend, damit wir möglichst wenig Vibrationen im Schiff haben und auch wenig Geräuschentwicklung, weil im Normalfall ist es oft so, gerade Antriebe dieser Größe haben dann einen Fahrmotor und dann über ein Getriebe nach draußen. Hier ist halt der E-Motor direkt unten und dann haben wir im Schiff im Prinzip nur den Schleifringübertrager, worüber die Elektrizität dann unten weitergeleitet wird. Und dadurch haben wir halt
viel von der Lautstärkenkulisse und alles haben wir dann nach außen gelegt. Zu den Pods ist dann ein bisschen dazu zu sagen, wir haben insgesamt davon 3 Anlagen, sprich 2 sind verbaut, eine ist an Land, weil alle 5 Jahre muss eine davon, wird davon ausgebaut und wird dann überholt. Im Prinzip sind es Prototypen, die damals für dieses Schiff ausgewählt wurden. Es gibt noch ein anderes Schiff, die auch diese Anlagen verbaut haben und danach wurde die Herstellung dieser Anlage auch mehr oder weniger eingestellt. Also weil man gesehen hat, es gibt halt mittlerweile andere Möglichkeiten, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das so der Stand der Dinge und mit dem Anforderungsprofil, was gewünscht war, mit der Positionierung, mit der Manövrierbarkeit war das damals so das, was man sich vorgestellt hat und heute gibt es da andere Möglichkeiten, aber damals war das so das Ding. Ist halt mit einem höheren Wartungsaufwand und alles verbunden, man kommt da teilweise sehr schlecht ran, aber das werden wir gleich hinten nochmal sehen, ist ganz interessant, was wir da dann so ein bisschen machen. Das ist so jetzt mal ein bisschen grob was über den Rumpf und über unsere Antriebsanlage, wie wir ausgestattet sind und wie das letztendlich von unten alles aussieht. Der Maschinenkontrollraum. Hier laufen so ein bisschen die Drähte zusammen. Das heißt, hier haben wir unser Alarm-Monitoring-System. Da laufen insgesamt 3000 digitale und analoge Eingänge zusammen, die sich hier auf dem Schiff so ein bisschen verteilen. Das sind im Groben und Ganzen Temperatursensoren, Drehzahlsensoren, Drücke und auch Start- und Stoppimpulse. Das heißt, wir können auch viele Anlagen tatsächlich von hier fahren und starten. Und das System als solches überwacht uns dann auch dauerhaft. Und je nachdem, wenn irgendein Fehler da ist, haben wir dann dementsprechende Alarmmeldung. Dann sei noch dazu gesagt, die Brücke ist ja 24 Stunden besetzt. Wir haben so gesehen einen normalen Arbeitstag, 8 bis 5. Und anschließend ist einer unserer Ingenieure dann immer auf Wache. Wir sind insgesamt 3 Ingenieure hier unten. Das heißt, jeden dritten Tag hat einer der Ingenieure dann 24 Stunden Bereitschaft und hat ein Alarmpanel dann auf Kammer. Und dann werden von dieser Anlage die Alarme weitergegeben und man bekommt dann einen schönen Piepton, von dem man auch wach wird. Und dann schaut man nach, was hier unten ist. Und je nachdem, was denn ist, muss man entweder zusätzliche Leute mitholen oder versucht halt, das Problem alleine zu bewerkstelligen. Ja, dann läuft hier das noch so ein bisschen zusammen. Dann befindet sich hier auch noch die Lüftungsanlage, die Steuerung und hier im Prinzip noch einmal die Umrichter der Fahranlage. Wenn wir jetzt gleich durch die Maschine laufen, werden wir als erstes hier oben über die Galerie laufen. Die beiden Maschinenräume, die sind komplett redundant voneinander. Das heißt, wir haben 2 getrennte Maschinenräume und wir erzeugen nur elektrische Energie. Das heißt, es sind einfach Dieselgeneratoren und die elektrische Energie, die benötigt wird, demnach können wir Generatoren zuschalten oder abschalten. Jetzt aktuell läuft ein Dieselgenerator. Wir haben in summa summarum 4 und die sind auch in einer verschiedenen Größe ausgewählt. Das heißt, in jedem Maschinenraum sind 2 Generatoren. Einer mit 1500 kW, einer mit 1100 kW und je nach Anforderungsprofil können wir dann, um in einer möglichst guten Effizienz arbeiten zu können, können wir dann natürlich verschiedene Diesel starten und je nach Verbrauch können die dann ausgewählt werden. Diesel elektrisch, sprich nur elektrischer Strom wird erzeugt und alle Verbraucher, die wir dann hier haben, sind elektrische Verbraucher. Dementsprechend haben wir halt keinen Motor mit direkter Welle, was nach außen geht. Und haben hier halt durch diese Verteilung und durch 4 Dieselgeneratoren die Möglichkeit, das sehr gut zu schalten und zu walten, um immer in einer möglichst guten Effizienz zu arbeiten. Also wir haben dann dementsprechend 3 verschiedene Schalttafeln, einmal 690 Volt, 400 Volt, 230 Volt und dementsprechende Trafos. Die 690 Volt brauchen wir im Prinzip nur für die größeren Anlagen und für die Fahrumrichter dann. Und der normale Verbrauch ist im Prinzip, wie man das zu Hause so kennt, einmal aus Steckdose und einmal Kraftstrom. Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich einmal auf den Weg hier über die Galerie. Dann wird man auch sehen, dass wir einmal durch dieses wasserdichte Schott laufen. Da kann man dann auch sehen, dass wir sowohl im Maschinenraum 1 als auch im Maschinenraum 2 eigentlich jede Anlage wird man, also wenn man sich eine Anlage mal anguckt und sich die zweite wieder, oh, das habe ich aber schon mal gesehen. Also sie haben sich dann nicht verlaufen, sondern die gibt es tatsächlich noch ein zweites Mal. Und durch diese Redundanz haben wir auch die Möglichkeit, selbst wenn ein Maschinenraum komplett ausfallen würde, können wir immer noch mit dem zweiten Maschinenraum sicher nach Hause kommen. Weil selbst die Schalttafeln sind in doppelter Ausführung und können dann voneinander getrennt werden.
und wir können immer dann noch einen Antrieb weiter betreiben. Ja, dann würde ich jetzt einmal alle bitten, einmal die Stöpsel ins Ohr zu stecken. Ja, jetzt haben wir uns so gesehen einmal über die Galerie von Maschinenraum 1 in Maschinenraum 2 fortbewegt, sind einmal durch das wasserdichte Schott auch gekommen, konnten dann auf der linken Hand nach unten sehen die beiden Dieselgeneratoren, jeweils pro Maschinenraum, ein kleiner, ein großer. Und dann konnte man oben noch sehen die Kesselanlagen. Kesselanlagen als solches haben wir hier nur heißes Wasser. Wir produzieren keinen Dampf, haben kein Thermalöl, sondern nur heißes Wasser. Und sind aber damit in der Möglichkeit, mit diesem heißen Wasser und dann mit Zusatzmitteln, selbst bei Außentemperaturen nach Ausschreibung bis minus 30 Grad, können wir fahren. Das heißt, alle Lukendeckel und teilweise auch die Decksbeläge draußen und alle Ansaugungen sind beheizt. Und ja, was da denn so ein bisschen die Besonderheit, dass man tatsächlich selbst an Deck teilweise eine Fußbodenheizung dann hat, ist natürlich ein ganz angenehmes Gimmick. Aber wird halt eigentlich sehr selten benutzt, ist dann wirklich nur, wenn die Anforderung da ist, nicht nur, dass es unter 0 Grad ist, sondern wenn dann auch Wasser überkommt und dann sich irgendwie dann Glatteis bilden sollte, dann wird die Anlage tatsächlich nur zugeschaltet, weil sonst das wirklich einen sehr hohen Energieverbrauch auch darstellt. Die sind eingehaust, das ist unter anderem Noise Cancelling, wirklich, dass die Geräuschentwicklung so gering wie möglich gehalten wird. Und ein schöner Nebeneffekt ist, dass man von der Vorwärmung her nur sehr wenig Energieaufwand betreiben muss. Das ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Das Hauptaugenmerk ist wirklich, um Geräusche niedrig zu halten. Also normalerweise haben die ja ein anderes Gehäuse, die MAN-Motoren. Das ist ein 2131 von MAN. Einmal ein 8L und einmal ein 6L. Ja, zu den Motoren vielleicht noch zu sagen, ist immer ein bisschen schön, so ein bisschen den Hubraum zu vergleichen. Man hört ja immer, oh, das ist eine 2-Liter-Maschine in meinem Auto oder sonstiges. Wir haben pro Zylinder ungefähr 10,5 Liter, sprich dann einmal auf die 6 Zylinder und einmal auf die 8 Zylinder kann man sich das dementsprechend hochrechnen. Es ist für so ein Schiff aber im Vergleich dann doch noch relativ klein. Also wenn man größere Frachtschiffe und sowas vor allen Dingen betrachtet, dagegen sind das hier halt maximal die Hilfsdiesel. Also die sind da nur für Stromerzeugung und für Reefer-Container und sowas sind dann solche Dieselgeneratoren da. Und hier sind die dann halt für den ganzen Antrieb konzipiert, aber dadurch, dass das Schiff von der Größe her ja in einem Vergleich zu einem Frachtschiff dann doch deutlich kleiner ist, also zu den sehr großen Frachtschiffen, brauchen wir dementsprechend auch nicht so viel Leistung. In PS umgerechnet ungefähr 7000, also so 5200 kW mal 1,36 und dann haben wir die PS. Die Maschinenwerkstatt. Hier so die standardmäßige Ausrüstung, so ein bisschen erst so ein bisschen Drehbank und dies und das, ist mit der Zeit sehr gewachsen. Und wir haben hier so einen Deckschlosser und Motormann, die sind hier schon sehr lange und sind auch sehr ausgefuchst und haben auch gerne mal neue Ideen. Und hier wird gerne getüftelt und entwickelt und gemacht und getan. Wenn wir das passende Ersatzteil nicht haben, dann wird hier gebastelt. Und so wird hier dann so ein bisschen der Tag verbracht, vor allen Dingen für Deckschlosser und Motormann, die dann hier was tun. Aber auch, wenn Wartungen anfallen von einzelnen Anlagen, kann man sich die auch gerne dann hierher transportieren und dann werden sie hier zerlegt. Ja. Das ist soweit erstmal das zur Maschinenwerkstatt. Dann können wir jetzt gleich einmal dort in den Podraum Steuerbord reingucken. Da wird es ein bisschen eng. Müssen wir mal gucken, ob wir entweder alle reinpassen oder einmal durchlaufen. Ja, hier befinden wir uns jetzt in dem Podraum Steuerbord. Was wir jetzt von hier oben tatsächlich nur sehen, ist der Schleifringübertrager. Und die Steuermotoren. Über diese drei hier angebrachten Elektromotoren, die man hier sieht, wird letztendlich nur die azimutale Drehung um 360 Grad bewerkstelligt. Und dann unter dieser schönen grünen Haube befindet sich der Schleifringübertrager. Schleifringübertrager deshalb 360 Grad drehbar. Wir können ja kein direktes Kabel anschließen, das würde sich ja irgendwann aufschießen und verdrehen.
Dementsprechend ist dort ein Schleifringübertrager drin. Dann, was man hier jetzt gut sieht, durch die Größe der Anlage haben wir wartungstechnisch eigentlich nur dieses kleine Fenster, die kleine Luke. Und dort sind dann die Ölpumpen und Bilgenpumpen der Anlage integriert. Können wir dann drehen und dann müssen wir lange, dünne Arme machen und versuchen, an das meiste ranzukommen. Ja, dann würden wir jetzt gleich einmal durch den Schalttafelraum gehen. Da dann ein bisschen drauf achten, am besten nicht irgendwo anlehnen. Oder sonst, da sind halt viele Schalter, viele Knöpfe. Wenn man aus Versehen mal irgendwo was trifft und glaubt, man hat einen Schalter umgelegt, einfach einmal Bescheid sagen. Aber sollte eigentlich nichts passieren. Ja, hier befinden wir uns in dem Schalttafelraum 2. Hier ist so gesehen, schön gesagt, der Haussicherungskasten in groß. Sprich, hier erfolgt die ganze elektrische Verteilung an die einzelnen Verbraucher. Wie ja eingehend schon erwähnt, läuft das ganze Schiff dieselelektrisch. Das heißt, alle Verbraucher, die irgendwo hier unten sind, laufen elektrisch. Und dementsprechend findet man hier die Verteilung und deswegen sind hier auch die vielen Knöpfe und Schalter und Sicherungen. Dann auf dieser Seite diese komplette Schrankwand, das ist der Frequenzumrichter für den Antrieb. Sprich, die elektrische Energie, die von den Dieselgeneratoren erzeugt wird, wird hier in den Frequenzumwandler auf die Frequenz erregt, die wir nachher für den Antrieb brauchen. Sprich, über die Frequenz wird dann ja die Drehzahl gesteuert. Je nachdem, wie schnell der Propeller hinten drehen soll, generiert dieser Schrank die richtige Frequenz, die wir brauchen. Wir haben hier einmal 690 Volt. Und dann haben wir, wie zu Hause, einmal die 400 Volt und die 230 Volt. Und dann hier die ganzen einzelnen Verteiler. Diesen Raum haben wir zweimal, weil der auch redundant ausgeführt ist. Nur halt jeder Antrieb ist nur einmal so gesehen abgesichert. Würden wir einen Raum verlieren, hätten wir aber noch mit dem anderen Raum die Möglichkeit, noch einen Antrieb zu betreiben. Ja, dann würden wir jetzt gleich einmal wieder durch den Maschinenraum gehen. Dann einmal bitte wieder die Stöpsel reinmachen. Im Prinzip können wir alle vier halt gleichzeitig fahren, wenn es alles miteinander verbunden. Das heißt, nur im Notfall würden wir die Tafeln voneinander auftrennen. Aber sonst ist es ein synchron laufendes Netz, was immer gleichzeitig läuft. Und dann können wir dementsprechend je nach Verbrauchslage einen Dieselgenerator dann zuschalten, je nachdem, was wir brauchen. Sonderlich viel sieht man jetzt von den Dieselgeneratoren halt nicht, dadurch, dass sie so eingehaust sind. Aber dadurch haben wir halt die Möglichkeit, dass die Geräuschentwicklung und die Geräuschkulisse möglichst tief gehalten wird. So, dann würden wir jetzt einmal dahin gehen, wo Platz ist. Also was wir jetzt unten noch gesehen haben, waren dann noch so die Subsysteme, die zu solchen Dieselaggregaten dann dazuhören. Sprich die Kraftstoffaufbereitung, die wir hier dann ja betreiben. Und Kühlwasserpumpen und sowas, die sind dann halt dementsprechend alle dort unten installiert. Und ja, das wäre so mein Teil erstmal zu den Maschinenräumen, wo die Dieselaggregate stehen. Der Verbrauch. Also im Hafen haben wir jetzt aktuell circa einen Verbrauch von 2,5 Kubik pro Tag. Und wenn wir wirklich volle Fahrt, was sehr selten eigentlich vorkommt, wir fahren eigentlich ja ökonomisch dann auf 10 Knoten, aber wenn wir wirklich volle Fahrt und alles läuft, dann sind wir so ungefähr bei 27 Kubikmeter auf 24 Stunden. Aber der normale Schiffsbetrieb ist, wenn wir mit 10 Knoten fahren oder sonstige, also dann auch natürlich sehr stark von der Wetterlage abhängig, pendeln wir uns ein zwischen 10 und 15 Kubik pro Tag. Dadurch auch dieselelektrisch, die Wahl, die damals dann getroffen wurde, um möglichst in der besten Effizienz und in dem besten Wirkungsgrad der Dieselgeneratoren arbeiten zu können, haben wir einmal zwei verschiedene Größen gewählt. Und dann ja auch 4 Stück und dementsprechend können wir dann hin und her schalten. Und so ist dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel wenn wir einen Stationsbetrieb haben, dass wir wirklich nur auf einem Dieselaggregat dann liegen können. Und je nachdem, was für ein Betrieb dann ist, senkt sich dann natürlich auch der Kraftstoffverbrauch.
Der Windenraum. Wenn man sowas das erste Mal sieht oder sonst das nicht, sieht das immer ein bisschen abgespaced so aus. Also tatsächlich mit den ganzen Drähten, die hier langlaufen und mit den Umlenkrollen. Wir haben hier verschiedene Winden mit verschiedenen aufgespulten Drähten. Und je nach wissenschaftlichem Gerät, was oben verwendet wird, wird dann auch der Draht ausgewählt. Sprich, hier haben wir eine LWL, Glasfaserkabel. Wenn wir jetzt zum Beispiel Geräte haben, die eine Kamera oder sonstiges mit haben, dann wird das eigentlich über Glasfaser gefahren, weil wir dann den Datenaustausch mit dem Gerät ermöglichen können. Dann haben wir hier, wir nennen ihn den dummen Draht. Da ist im Prinzip nichts drin. Das ist eigentlich nur für schwere Lasten, sprich wenn wir Erdkerne oder sonstiges ziehen mit einem Schwerelot. Und dann haben wir dort die gelbe und die lilane Winde. Das sind jeweils Einleiterdrähte für die CTD dann. Und dann haben wir dort hinten noch eine braune Winde. Die ist speziell ausgelegt mit einem Kevlar-Kabel für so antistatische Untersuchungen, wo keine äußere Einwirkung durch den Draht da sein darf. Dann ist eigentlich auf jeder Winde hier so viel drauf, dass wir bis 6000 Meter Tiefe gehen können. Also Draht ist circa drauf so 6700 Meter. Und die letzte Lage fässt man nicht an. Die bleibt immer drauf auf der Trommel. Und dann meistens noch so eine halbe Sicherheitslage. Aber dann haben wir immer noch genug Puffer, dass wir auf die 6000 Meter können. Und jetzt speziell hier die blaue und die grüne Winde sind so, dass sie bis 20 Tonnen können. Also die Drähte können bis 20 Tonnen. Deshalb sind hier die beiden Aggregate, die man sieht, nochmal in blau und grün, nennt sich Friktionswinde, arbeitet im Prinzip eigentlich wie ein Flaschenzug und sorgt nur dafür, dass die Kraft, die nachher dann auf die Winde kommt, halt reduziert wird. Weil sonst würde sich ja, wenn direkt 20 Tonnen auf die Winde gehen würden, würde sich der Draht auch einschneiden. Dementsprechend ist dann noch eine Friktionswinde dazwischen geschaltet. Die ganzen Umlenkrollen und alles, was man hier sieht, ist dem geschuldet, dass wir eigentlich in der Möglichkeit sind, mit jedem Draht zu jedem Punkt an Deck auch gehen können. Sprich, mit diesen ganzen Drähten, die kommen ja sowieso alle denn an Deck raus. Aber je nachdem, was für ein wissenschaftliches Gerät gefahren wird, kann es sowohl über die Seite rausgehen, als auch über Achtern. Und dementsprechend sind auch an Deck nochmal diverse Umlenkrollen, dass wir mit den Drähten tatsächlich dann auch hinten zum Beispiel zum A-Rahmen kommen können und da genauso das wissenschaftliche Gerät mit dem Draht zu Wasser lassen können, wie auch über die Seite, über die Schiebeballen. Die wissenschaftliche Arbeit. Es gibt ja einmal halt die CTD. Das ist so ein bisschen das Standardding aus der Wissenschaft, um erstmal ein Profil zu erstellen. Da wird dann Salzgehalt und Temperatur und Dichte gemessen. Die CTD steht ja oben auch im Hangar. Dann sind da verschiedene Wasserschöpfer drin. Und auf den verschiedenen Tiefen, je nachdem wie die Anforderung denn der Wissenschaft ist, wird das Gerät zu Wasser gelassen. Und dann auf verschiedenen Tiefen, wo sie zum Beispiel eine Wasserprobe haben möchten, wird dann der einzelne Behälter geschlossen. Das ist zum Beispiel jetzt für Wasserproben. Also das Schiff ursprünglich gebaut, hauptsächlich für Ostsee und für die Fjorde. Aber vom Einsatzspektrum, was wir halt können, wurde dann auch dafür sich entschieden, man kann das auch viel weiter einsetzen. Auch dadurch sind wir jetzt viel Nordatlantik und gesamt im Atlantik unterwegs und auch in der Antarktis. Da sind natürlich auch größere Wassertiefen. Und zum Beispiel jetzt letzte Reise waren wir nur vor Helgoland, nur 20 Meter Wassertiefe und haben halt dort Erdkerne gezogen mit einem Lot. Aber genauso mit so einem Lot, um solche Erdkerne zu ziehen, können wir das auch dann in 6000 Meter Wassertief. Um dann einen Erdkern zu kriegen, wenn der gewünscht ist, aus 6000 Meter Wassertiefe, sprich ich habe erst eine 6000 Meter Wassersäule und habe dann den Meeresboden und möchte den begutachten, dafür benötige ich dann diese 6000 Meter Drahtlänge. Wir können damit nicht die ganze Welt abdecken, aber zum Beispiel die Sonne, das andere deutsche Forschungsschiff, die haben dann tatsächlich auch 12000 Meter drauf. Und die können dann eigentlich überall bis auf die maximale Tiefe gehen. Aber mit den 6000 Metern hier im Nordatlantik fahren wir ganz gut. Dann haben wir dort noch eine Umspulwinde. In dem Fall, dass einer der Drähte bricht oder es einfach nur einen Datenübertragungsfehler gibt. Und im Normalfall ist es so, wenn es irgendeinen Fehler gibt, dann ist es meistens am Anfang des Drahtes. Dann wird der Draht im Prinzip einfach nur abgeschnitten und wird neu terminiert. Sollte es aber dazu kommen, dass natürlich irgendwo auf einer anderen Länge der Draht abschert oder irgendwas anderes passiert und einfach nur ein Datenausfall da ist, dass der innere Kern des Drahtes kaputt ist, haben wir hier jeden Draht einmal in Reserve. Und über die Umspulwinde können wir dann einmal den ganzen Draht neu aufspulen und dann über die Haspel und mit der Umspulwinde einmal den Draht wieder zurückspulen.
Das heißt, wir sind immer gewappnet, denn auch selbst auf See, wenn was mit den Drähten sein sollte, können wir den Draht dann auch nochmal wieder tauschen. Abspulen ist ein Tag, so roundabout. Natürlich abspulen geht dann solches immer ein bisschen schneller, weil man auf das Spulbild nicht mehr ganz so achten muss. Aber das Herausfordernde ist nachher das Aufspulen des Drahtes wieder. Gerade die ersten zwei Lagen müssen halt wirklich 100% akkurat und sehr genau sitzen. Also da braucht man nur für die ersten zwei Lagen braucht man dann schon so 2 Tage ungefähr, dass das wirklich ganz genau sitzt. Und dann kann man dann danach weiter aufspulen. Und dann der Rest des Aufspulens durch die Spulkorrektur und durch den Spulschlitten, die ja fest verbunden sind, geht das dann relativ zügig. Aber tatsächlich dann auf See, gerade auch mit Schiffsbewegungen und so, kann man schon im Groben und Ganzen dann sagen, dass man da so 3 Tage, 3, 4 Tage auf jeden Fall dabei ist. Deswegen ist gerade so ein Draht wie der Einleiterdraht, der dann halt für die CTD benutzt wird, hier ja auch doppelt ausgeführt. Wenn es zu irgendwelchen Problemen kommen sollte, haben wir noch das Backup mit der zweiten Einleiterwinde und können dann eine Winde hier umspulen. Dann in diesen Raum sei nochmal dann einmal zu erwähnen, dort in Steuerbord und in der Backbordtasche sind dann noch die Flossenanlagen, die dann dafür sorgen, dass wir auch bei schlechterem Wetter schön gerade und aufrecht bleiben. Ja, dann würden wir jetzt noch gleich einmal weitergehen in den Höchstmaschinenraum. Da wird es wieder ein bisschen enger und da würden wir dann hauptsächlich einmal so durchlaufen. Deswegen würde ich jetzt vorab so 1-2 Sachen da schon mal zu sagen. Also wir haben da einmal eine komplett biologisch wirkende Kläranlage und zusätzlich muss man sich einen Schiffsbetrieb immer ein bisschen so vorstellen, als ob wir so ein kleines Dorf wären. Also nicht nur von der Besatzung und von dem Untereinander, sondern auch von dem Aspekt, dass wir neben Stromerzeugung natürlich auch noch selber Wasser produzieren müssen. Wir müssen irgendwo hin mit dem Abwasser. Und solche Anlagen befinden sich denn hier alle an Bord, um dem Herr zu werden. Dementsprechend haben wir dort im Höchstmaschinenraum dann Frischwassererzeugungsanlagen, die Abwasseranlage und zum Beispiel dann auch noch Kältekompressoren für die Proviantanlagen, weil ja auch natürlich genug Proviant für solche langen Reisen denn dabei sein muss. Und dementsprechend ist da dann nochmal viel von den kleineren Aggregaten, was so für den normalen Schiffsbetrieb als solches, diese Generatoren als solches nicht sonderlich wichtig ist. Aber so gesehen für das Leben an Bord und dadurch, dass wir dann alles, was wir brauchen, auch wirklich haben, dass, wie man es halt gewohnt ist, den Wasserhahn aufzumachen, dass da Wasser kommt. Da gehört halt hier dann ein bisschen was dazu, weil die ganzen Subsysteme einfach auch vorhanden sein müssen. Sprich in einer Kommune, wo das dann ein einzelnes Klärwerk ist, wo ein Wasserwerk ist und sonstige Anlagen alle da sind, ist alles hier in einem Schiff so gesehen vereint und in klein nochmal dann vorhanden. Ja, dann laufen wir da einmal durch. Ja, jetzt sind wir einmal durch den Höchstmaschinenraum, so gesehen einmal schnell durchgehuscht und befinden uns jetzt im Pumpjet-Raum. Hier unten ist dann einmal noch der Antrieb vorne, der Pumpjet und dementsprechend auch wieder ein Umrichterschrank. Im Prinzip auch wieder 2 Steuermotoren, 360 Grad drehbar und dann hier außen liegend ein E-Motor und dann über ein Getriebe und dann wird das alles angesteuert. Hier haben wir noch eine Rhein-Seewasseranlage, nennt sich das. Das ist nochmal wieder so ein bisschen Besonderheit, auch wissenschaftliche Anforderungen, dass das Wasser halt nicht kontaminiert wird durch unsere Anlagen. Ist das nochmal eine komplett gesonderte Anlage mit ihren eigenen Rohrleitungen, komplett in PPH-Ausführung, damit da keine zusätzliche Verschmutzung reinkommt. Und das ist halt wieder so ein Anforderungsprofil und sind dann halt wieder Systeme, die so auf normalen Schiffen eigentlich nicht vorhanden sind. Für den wissenschaftlichen Betrieb ist noch ganz interessant zu wissen, ist es so, wir können 72 Stunden lang ohne jegliche Außenbordpumperei das Schiff betreiben. Sprich, um nichts irgendwie zu kontaminieren oder sonstiges durch unsere Abwässer oder durch unser austretendes Wasser allgemein, können wir das Schiff als solches komplett isolieren und es geht dann kein Abwasser in irgendeiner Weise mehr außenbords. Das heißt, die Probe ist wirklich die Probe, die sie letztendlich auch sein soll. Und nicht durch irgendwas anderes beschadhaftet oder beschmutzt. Das war die 2. Podcast-Folge vom Forschungsschiff Maria Esmerian. Ich habe den leitenden Ingenieur Sven Wagner bei einer Führung durch den Maschinenraum begleitet. In der nächsten Folge geht es dann um die Meeresforschung, die ohne solche Forschungsschiffe nicht möglich wäre, und um die Verleihung des mit 5.000 Euro dotierten Brise-Preises für Meeresforschung.
Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts und erzähl anderen von diesem Podcast. Danke dir. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik. Ein Podcast von Bärbel Feening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik. Produziert von Bärbel Feening.